Ja, schönen guten Tag zusammen. Stefan Groth ist mein Name. Ich begrüße euch alle zum Vortrag hier heute auf der Frostcon. OSI Layer 8 ist der Titel. Da geht schon die erste Hand hoch, bitte. Bisschen lauter. Test, Test. 1, 2. Laut genug. Technik, kannst du ein bisschen lauter machen? Dann hält meine Stimme auch 60 Minuten vielleicht durch. Weil das halt auch eine Frage ist, je mehr Fragen ihr habt, desto weniger muss ich reden. Ja, also wenn ihr jetzt schon Fragen habt, dann bitte jetzt. Ich höre mich selber ganz gut. Die hinten die letzte Reihe, ihr hört mich auch ganz gut, ihr seht auch ganz gut. Hallo Stream, wunderbar. Okay, steigen wir ein. OSI Layer 8 ist der Titel, den ich hier so ein bisschen mitgebracht habe, wo wir jetzt die nächsten 60 Minuten uns mit beschäftigen wollen. Weitestgehend wird es um Linux auf dem Desktop eigentlich gehen. Ich habe im Vorfeld gedacht, dass das vielleicht nicht so ein ganz spannendes Thema sein könnte. Dann habe ich gesehen, dass es dann von Frostcon-Orga-Seiten eben diesen Track gab, also Taxe, my Window. Und ich dachte mir, hey Mensch, das kann doch mal vielleicht ein ganz spannendes Vortragsthema sein, das hier einzureichen. So ein bisschen im Kontext, warum sind manche Desktop-Migrationen erfolgreicher als andere? Ich werde da so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Das heißt, wir werden immer so in diese einzelnen Projekte, die wir in den letzten Jahren umgesetzt haben, so ein bisschen interner erzählen, wie gesagt, ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und ich werde anhand der unterschiedlichen Merkmale und Eigenschaften rausstellen, was war besonders bei dem entsprechenden Projekt, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt. Ja? Dementsprechend würde ich mir den eigentlichen Werbeblock hier an der Stelle eigentlich mal so ganz sparen wollen, in aller Kürze, für die, die uns nicht kennen. Gunikus ist der Name des Unternehmens. Wir sind ein Linux und Open Source IT-Dienstleister eben. Da schon relativ lang mit dabei, seit 2001 eben. Aktuell haben wir eine Mitarbeiterstärke, sind wir angekommen bei 45 eben. Und was uns auszeichnet in der Art und Weise, wie wir diese entsprechenden Projekte umsetzen, ist auf der einen Seite, dass wir hochgradig unabhängig agieren und auf der anderen immer lösungsorientiert, das heißt immer im Interesse des Kunden an der Stelle. Ja? Bevor wir inhaltlich einsteigen wollen, habe ich so zwei, drei Fragen an euch, um euch auch so ein bisschen einzuschätzen. Was ist eure Motivation? Was sind eure Beweggründe heute hier? Eben mit mir zu sein. Zwei, drei kurze Fragen. Wer benutzt Linux auf dem Desktop? Bitte einmal Handzeichen. Das war nicht überraschend. Das sind alle. Danke. Wer hat schon mal eine Umstellung gemacht von Windows oder Mac oder was auch immer auf dem Linux? Ja, okay. Sehr gut. Wer hat es geschafft? Wer war erfolgreich dabei? Ja, okay. Und das Ganze für mehr als 10 Desktops? Okay, alles klar. Das war so entsprechend auch so ein bisschen zu erwarten. Darum soll es eigentlich gehen. Worauf kommt es bei einer Desktop-Migration eigentlich an? Und was sind die entsprechenden Merkmale, auf die man besonders Acht geben kann oder auch eben muss manchmal, wenn man entsprechende Rahmenbedingungen hat? Von der Agenda mit den entsprechenden Punkten, mit denen wir uns beschäftigen wollen. Ihr habt es im Extract gelesen. Ich habe so ein paar Referenzprojekte mitgebracht, die ich alle hier anonymisiert eben aufgelistet habe. Der eine oder andere wird es vielleicht kennen. Trotzdem werde ich hier den entsprechenden Namen nicht nennen. Ich finde, das ist ein ganz guter Stil, wenn wir schon über interner sprechen, dass wir es dann wenigstens anonym betrachten wollen. Die entsprechenden Referenzen, die ich mitgebracht habe, sind chronologisch geordnet. Ja, das heißt, wir beginnen bei dem Hersteller von Kochgeschirr im Jahr 1998. Ja, also lang, lang, lang ist es her und ziehen uns dann eben hoch bis ins Jahr 2018. Bei der letzten Referenz. Das ist so dieser erste Teil des Vortrags. Dann möchten wir so ein bisschen darüber diskutieren, warum soll man es ausgerechnet jetzt mit Linux auf dem Desktop beschäftigen? Ist 2018 wirklich das Jahr von Linux auf dem Desktop oder 2019? Und wenn wir das eben angehen wollen, ja, wie machen wir es denn eigentlich genau? Worauf kommt es so ein bisschen an? Ja? Die erste Frage, bitte. Sind die noch alle bei Linux dabei? Die Frage war, sind die noch alle bei Linux dabei? Teilweise ja, also nicht zu 100%, aber eben schon, aber genau die Frage werden wir entsprechend auch jeweils immer begutachten. Ich weiß schon, worauf die Frage zielt. Okay, gut. Ganz zum Abschluss wollen wir dann nochmal ein bisschen schauen, okay, was für Merkmale gibt es an der Stelle, worauf müssen wir achten, wo sind die entsprechenden Besonderheiten. Zu den Formalien, ja, wenn entsprechende Fragen aufkommen, wie gerade eben, einfach kurz die Hand heben, wenn was unklar sein sollte, wenn ich zu schnell werden soll, zu leise sein sollte, Dankeschön nochmal, einfach eben die Hand heben und wir behandeln es direkt. Wir sollten am Ende genug Zeit für Frage und Antwort haben, aber trotzdem, wir können das Thema gern behandeln, wenn da eine Folie sind. Ja? Okay, steigen wir ein. Das erste Referenzprojekt, was ich mitgedacht habe, ich habe es vorweggenommen, spielt im Jahr 1998. Von der Größenordnung her bewegen wir uns da bei dem Unternehmen bei 120 Bildschirmarbeitsplätzen. Wir reden hier von einem mittelständischen produzierenden Unternehmen eben. Und
Ja, von der Größenordnung her war es eben so, dass der PC als solches, wie wir ihn heute eben kennen, da noch nicht sonderlich weit verbreitet ist oder war vielmehr. Es gab schon entsprechende PC-Systeme, so 5 Stück an der Zahl, so NT3-Maschinen. Der Rest in der IT-Infrastruktur in diesem entsprechenden Projekt waren 5250 Terminals, die auf eine AS/400er eben zugegriffen haben. Ja. Man war über die Jahre eben gewohnt, das Ganze unglaublich wartungsarm und hochgradig effizient eben ablaufen zu lassen. Ja? Und man hat gesehen, okay, der PC, der kommt irgendwie immer mehr, ich muss mich damit beschäftigen, möchte aber diese beiden Aspekte, wartungsarme Umgebung und effiziente Abläufe, eben entsprechend so beibehalten. Ja? Ich habe dann ein bisschen in der entsprechenden Systemdokumentation von dem Projekt rumgesucht und habe diese wunderbare Grafik entdeckt. Ich hoffe, man kann es auch in der letzten Reihe so ein bisschen erkennen. Man sieht so ein bisschen die IP-Adressen, die unten habe ich rausgeschwätzt, die gibt es noch heute so in der Form, ja. Und ihr sollt ja alle hier mit zuhören und nicht am Laptop sofort hängen und gucken, was dahinter eigentlich läuft. Das ist so ein bisschen ja eine schematische Infrastruktur, was wir seinerzeit eben vorgefunden haben. Man sieht hier noch wunderbar fast ein zeithistorisches Dokument, eine Token-Ring-Infrastruktur. Auch das war so ein Thema, wurde in dem Rahmen halt dann eben auch modernisiert, soll jetzt aber hier gar nicht so drum gehen, ja. Also, wir bewegen uns im Jahr 1998. Das, was da eben aufgekommen ist, haben wir rückblickend mit Begrifflichkeiten beschrieben wie neue Medien, neue Märkte, eine Dotcom-Blase kam man irgendwann auf und sieht dieses ganze Hype-Thema innerhalb der IT-Anwendungen rund um PCs, Internet, Mail, Textverarbeitung waren irgendwie so Funktionalitäten und Möglichkeiten, die zu dem Zeitpunkt, 1998, relativ neu waren. Ja? Und man erhoffte sich genau von diesen entsprechenden Technologie und Features und Funktionalitäten entsprechende Vorteile in der Art und Weise, wie man damit agiert. Gleichbleibend sollten allerdings die wartungsarme Umgebung, AS/400, 5250 Terminals, plus diese effizienten Arbeitsabläufe ebenso erhalten bleiben. Ja, das war so das entsprechende Credo. Also schon so ein bisschen Spagat, ja. Neue Möglichkeiten, aber das Gute soll trotzdem eben stehen bleiben. Wir haben was gemacht. Auch hier zeithistorisches Dokument eben. Wir haben eine Linux Terminal Server Umgebung eben aufgebaut. Und die da eben noch mit dem KDE 1. Ja, und das ist entsprechend auch hier ein Original-Screenshot, den wir da eben genommen haben, aus einer Anwenderdokumentation heraus, wo wir dann halt eben wirklich schön einfach beschrieben haben, wo findet man welche Anwendung für was, ja, dass man ganz genau weiß, wenn ich jetzt an diesem Desktop sitze und ich komme von einer typischen Terminal-Server-Umgebung, textbasiert an der Stelle, dass ich halt eben weiß, wo finde ich entsprechende Anwendungen. Das Ganze war ein erfolgreiches Projekt. Wir konnten es erfolgreich migrieren auf eine Terminal-Server, Linux-basierte Terminal-Server-Umgebung an der Stelle und das Ganze eben bis ins Jahr 2008 hinein, ja, also 10 Jahre an der Stelle. Was ist dann passiert? Der eine oder andere wird sich sicherlich noch lebhaft daran erinnern können, was es teilweise für Auswüchse und Situationen gegeben hat, als Aldi so den ersten PC irgendwie hatte. Ja, ich glaube, im Jahr war es 1995, ich habe es nicht recherchiert, muss ich gestehen. Aber auch gerade als dann danach die Systeme so ein bisschen für den Durchschnitts-Otto-Normalverbraucher eben erschwinglicher wurden, dann waren das ja immer noch sehr, sehr, sehr interessante Zustände, die man da erlebt hat. Und das hat man auch da eben in den Unternehmen gespürt. So ein bisschen Siegeszug der PCs habe ich hier beschrieben. So ein Windows-PC, gerade auch im privaten Umfeld, war irgendwie so ein Statussymbol an der Stelle. Ja? Wie man das heute auch eben von überteuerten Geräten aus Südkalifornien kennt, war das seinerzeit eben so mit dem Windows-PC. Und das führte natürlich dazu, dass so ein Thema auch irgendwann im Unternehmensalltag auf einmal zu diskutieren war. Ja? Wieso haben wir zu Hause überall diese modernen Windows-PCs und hier im Unternehmen halt eben diese durchaus sehr pragmatische Infrastruktur und den Desktop, der da eben so ein bisschen anders war. Ja? Das war so ein bisschen das Argument, was diese ganze Diskussion ins Rollen gebracht hat. Nicht das ausschlaggebende Argument an der Stelle, ganz wichtig, was nachher mit faktisch belastbar auch ausschlaggebend war die Tatsache, wir reden hier vom Jahr 2008, ja, jeder, der da schon mal mit einem Open Office irgendwie gearbeitet hat und versucht hat, mit einem Word beispielsweise Dokumente auszutauschen, weiß, ja, das geht. Das geht auch noch wieder mit ein bisschen mehr Schmerzen, als es heute noch irgendwie der Fall ist. Das war mit so einer der entsprechenden Gründe, warum man dann von inhaltlicher Seite gesagt hat, okay, das mit dem Linux-Desktop so an der Stelle hier, das ist nicht so die gute Idee. Hinzu kam eben auch noch, dass es eine Änderung der Geschäftsleitung eben gab, also ein buntes Konglomerat an unterschiedlichen Entwicklungen an der Stelle, die eben dazu geführt haben, dass man sich auf Unternehmensseite eben entschieden hat, so mit dem Linux-Desktop eben nicht weiterzufahren. Das Spannende ist natürlich immer bei solchen vermeintlichen Niederlagen in Anführungsstrichen, was lernt man da eben raus? Zwei Punkte habe ich für dieses Thema hier zusammengefasst. Auf der einen Seite keine ideologischen Diskussionen führen. Ich denke, wir alle hier im Raum sind uns einig, dass Linux und Open Source so als solches mit einer rein technisch orientierten Brille der überlegendere Ansatz ist.
Ja? Trotzdem ist das natürlich eine Sichtweise und ein Argument, was wir gerade in solchen Projektsituationen, wenn ihr mal in so einen Punkt kommt, nicht bringen sollten. Da geht es wirklich um die Features und die Funktionalitäten, wie die entsprechenden Anwender damit arbeiten können. Ja? Der zweite Punkt ist das Timing. Der Zeitpunkt schlichtweg. Genauso wie die Zeit eben sehr passend war für uns 1998, eben dieses Projekt ursprünglich umzusetzen, genauso blöd an der Stelle salopp formuliert, war es dann eben 2008, diese Umgebung so zu modernisieren und am Laufen zu halten. Ja? Das sind zwei wichtige Punkte dafür. Wenn ihr also so ein Projekt angeht bei euren Kunden, in eurem Unternehmen, Verzeihung, und ihr habt gemerkt, naja, okay, das passt jetzt gerade irgendwie nicht, okay, dann ist es für den Moment halt so. Vielleicht passt es in 2 oder in 3 oder in 4 Jahren auch eben. Vielleicht sind die Rahmenbedingungen dann eben andere. Ja? Das sind diese beiden wichtigen Dinge, die ich hier für diese erste Referenz eben so euch mitgeben möchte. Gibt es zu dieser ersten Referenz Fragen, Anmerkungen, Hinweise? Was machen die jetzt, war die Frage an der Stelle. Die sind weiter auf irgendeinem Windows geblieben. Also auch teilweise Linux-Komponenten haben da wieder Einzug erhalten. Auf Desktop sind die weiter beim Windows geblieben. Da hinten ist noch eine Frage, bitte. Nochmal bitte, ich habe es nicht verstanden. Das Projekt lief, die Frage war, das lief jetzt 10 Jahre lang, also das Projekt von Einführung bis Ablösung, 10 Jahre, genau. Nee, also die Frage war alles zusammen dann mit KDE 1, also ob die 10 Jahre, 98 bis 2008 wirklich KDE 1 waren, nee. Also wir haben dann auch noch abgedatet auf KDE 2 und ja, da vorne bitte. Die Frage ist, was die mit ihren wunderbaren Terminal-Anwendungen gemacht haben. Emulation. So, also ganz hochgradig pragmatisch eben. Ja? Bitte eine weitere Frage. Nein, das möchte ich so nicht bestätigen. Verzeihung, die Frage war, ich habe den Punkt hier gebracht, mit keine ideologischen Diskussionen führen und man hat unterstellt, dass wir diese ideologische Diskussion geführt haben. Nee, haben wir nicht. Aber es gab durchaus auch eben Punkte innerhalb unseres Unternehmens, die jetzt nicht mit dem Kunden geführt worden waren, wo man natürlich schon in so eine ideologische Sichtweise kommt. Davon kann man sich nicht freisprechen, dafür macht man das auch zu gern und lebt in gewisser Art und Weise auch eben dafür. Verzeihung, sodass da natürlich bei internen Absprachen schon das Thema aufgekommen ist. Dem Kunden gegenüber haben wir uns darauf nicht eingelassen, weil da schon eben klar war, das machen wir so an der Stelle nicht, da kommen wir nicht weiter. Ja? Okay. Wir springen zur nächsten Referenz oder noch Fragen hierzu? Gut, dann gehen wir weiter. Versandhaus. Dieses Referenzprojekt spielt im Jahr 2004, ist von einer technischen Umsetzung her und von der Ausgangslage ähnlich wie das des Herstellers von Kochgeschirr, allerdings wesentlich größer. Wir reden hier von 800 Bildschirmarbeitsplätzen und im Zuge der angedachten Modernisierung der Terminals, hier waren es 3270 Terminals, ist man auch eben den strategischen Weg gegangen, dass man eine Expansion ins Ausland eben gewagt hat, sodass man dann sagte, wenn wir diesen Schritt eben entsprechend gehen, dann müssen wir die Werkzeuge, die wir einsetzen, auf der einen Seite entweder modernisieren oder aber eben ablösen. Aber, und das ist ein ähnlicher Punkt wie gerade eben die Frage mit der Terminal-Server-Emulation auf den entsprechenden AS400-Terminals, man wollte hier die Fachanwendung eben beibehalten. Ja? Also die entsprechende Basis sollte erneuert werden, die drüberliegende Fachanwendung sollte eben gleichbleibend sein. Man war über die letzten Jahre eben eine sehr gute Servicequalität und geringe Wartungskosten gewohnt. Das wollte man so eben beibehalten, trotz der angedachten Modernisierung und im Zuge der Expansion ins Ausland wollte man keine Admins vor Ort in den entsprechenden europäischen Ausland da so haben. Ja? Ich habe auch hier wieder mal zwei Grafiken mitgebracht, Originalgrafiken an der Stelle eben auch. Hier sieht man so ein bisschen schematisch dargestellt, wir sind ja High-Level unterwegs, entsprechende schematische Struktur von der angedachten Umsetzung für den Textmodus. Also hier sieht man ganz klassisch auch nochmal ein Synth-Client, dahinter den entsprechenden Boot-Server. Ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, für mich ist es sehr hell hier, da diese entsprechende Terminal-Server-Evolution, die dann hier auf die entsprechende AS400 eben zugreift. Das war so der Ansatz für den Textmodus, also Modernisierung der Synth-Clients, Beibehalten der entsprechenden Anwendung. Wenn das entsprechend dann abgelöst worden wäre, bei einigen Arbeitsplätzen ist es eben der Fall gewesen, ist man dann eben hergekommen, hat auch hier über Linux Terminal Server und X11 da eben ein Grafikterminal bekommen eben an der Stelle und auch hier Terminal Server Evaluation, dass die entsprechende Fachanwendung gleich bleibt. Ja?
technisch gar nicht so hochgradig interessant. Inhaltlich war es eben so, dass es eine Terminal-Server-Infrastruktur war, hier mit einem Red Hat Linux 9 mit KDE an der Stelle, ja, also nicht Red Hat Enterprise Linux 9, sondern wirklich noch einen Red Hat Linux 9. Seinerzeit gab es dafür KDE und GNOME. Ja, ich meine, 9 wäre die letzte Version gewesen, wo sie noch mal KDE mit ausgeliefert haben und dann, glaube ich, dann nur noch aus dem GNOME gegangen sind an der Stelle. Der entsprechende charmante Ansatz, von dieser Struktur Linux Terminal Server mit dem Red Hat Linux 9 an der Stelle ist eben, dass wir die eigentlichen 3270 Terminals relativ einfach ablösen konnten, ja. Und wenn ich einmal so einen entsprechenden modernsten Client hatte und man sagte, okay, das ist vorher nur ein Textmodus-Arbeitsplatz gewesen, ich brauche aber jetzt auch einen grafischen Modus, dann konnte ich ganz einfach nur die entsprechende Konfiguration anpassen, er hat sich ein anderes Image gezogen und ich hatte ein Grafikterminal gehabt, ja. Die entscheidende Frage an der Stelle ist jetzt, wir hatten vorher eine 3270 Terminal-Server-Infrastruktur auf einer AS400. Jetzt haben wir eine Linux-basierende Terminal-Server-Infrastruktur. Ist das wirklich modern? Ist das moderner Ansatz, wenn es vorher schon eine Terminal-Server-Infrastruktur gab und wir machen eine andere Terminal-Server-Infrastruktur? Wie waren die Anforderungen? Auf dem gelben Zettel haben wir uns also aufgeschrieben, okay, Ablösung respektive Modernisierung der eigentlichen Terminals. Bei gleichbleibender Fachanwendung. Keine Admins im Ausland. Und gleichbleibende optimale Servicequalität und geringe Wartungskosten. Ablösung, Modernisierung der Terminals, ja, können wir einen Haken dran machen. Ne? Auf der einen Seite haben wir das Grafikterminal modernisiert, respektive eingeführt und das Textterminal eben auch. Keine Admins im Ausland, brauchen wir nicht. Zentrale Terminal-Server-Infrastruktur. Servicequalität und geringe Wartungskosten? Was würdet ihr tippen aus dem Bauch raus? Einen Desktop-Arbeitsplatz. Der TCO ist eine Begrifflichkeit. Ne? Okay. Wie viel Prozent des TCOs über die Gesamtlaufzeit eines Desktops geht für Softwarewartung drauf? In Prozent. Aus dem Bauch. Was tippt ihr? 30? Unabhängig vom Betriebssystem. 45? 50? 30? Ja. 50, 45 geht so in diese entsprechende Richtung. 60. 60% sind. 60% der Gesamtbetriebskosten wird eben durch den Support verursacht. Und das ist bis heute eben an der Stelle so. Ja? Ich kann hier so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und sagen, dass für diesen entsprechenden Kunden, der auch übrigens heute noch auf dieser Infrastruktur arbeitet, dieser entsprechende Prozentsatz weit, weit, weit unter dem ist, was als Branchendurchschnitt hier eben durch diese entsprechenden Räumlichkeiten wabert. Ja? Aber ganz, ganz, ganz weit drunter. In dem Zuge gab es unterschiedlicherweise immer mal wieder Ideen zu sagen, okay, diese entsprechende Terminal-Server-emulierte 3270-Emulation, die wir da noch haben, diese Fachanwendung, die würden wir ganz gerne mal ablösen, die würden wir ganz gerne mal modernisieren. Es gab entsprechende Pilotierungsprojekte, um zu schauen, wie gut kann das klappen. Und man hat eben dann versucht, diese entsprechende textbasierte Abwendung mit Web-Technologien zu modernisieren. Genau. Dieses entsprechende Pilotprojekt wohl zu Ende geführt und dann nicht weiter verfolgt. Warum? Ein Versandhaus ist ein Handelsunternehmen. Es kauft Ware ein und verkauft wieder Ware. Ja? Und über diese entsprechende textbasierten Fachanwendung bin ich natürlich wesentlich schneller, wenn ich die Arbeitsabläufe einmal zahlenbasiert als Befehle kenne, als wenn ich irgendwie eine Maus durch einen Browser schubsen würde. Ja? Und dass dieses entsprechende Feedback kam jetzt nicht von irgendwelchen Beratern oder so, sondern kam halt wirklich von den Anwendern und Anwenderinnen, von den Usern, die wirklich tagtäglich damit arbeiten. Die arbeiten noch heute mit dieser entsprechenden AS400 emulierten Fachanwendung. Ja? Das haben wir also ursprünglich mal so eingeführt mit einem Red Hat Linux 9 an der Stelle. Das letzte Modernisierungsprojekt, was es da eben gab, spielt im Jahr 2016, wo wir ja auch weggegangen sind von dem Linux, von dem Red Hat Linux, auf den Ubuntu an der Stelle, eben 16.04. Und in dem Kontext haben wir auch da einen GNOME-Desktop gemacht und das setzen die heute noch so ein in der Form und sind damit auch sehr glücklich und zufrieden mit diesem Ansatz. Ja? Was nehmen wir mit aus dieser Geschichte, aus dem Projekt? Modern heißt nicht immer Bleeding Edge. Ja? Gerade wir technikorientierten und versierten Menschen haben durchaus mal so ein bisschen den Ansatz zu sagen, okay, gut, nur das Modernste vom Modernsten ist gerade eben passend und passend gut genug. Ich muss immer das letzte Update irgendwie fahren, muss immer das entsprechende Neueste halt irgendwie haben. Also das heißt es an der Stelle nicht. Ja? Was wirklich im Vordergrund stehen sollte, ist die Verhältnismäßigkeit. Ja? Dass ich wirklich einen modernen Ansatz wähle, der allerdings passt für diese entsprechenden Anforderungen und Umgebungen an der Stelle. Nicht immer Bleeding Edge.
Unabhängig davon, ob ihr jetzt wie bei diesem Projekt zum ersten Mal einen grafischen Desktop einführt oder aber ob ihr eine Migration von einem Windows zu einem Linux-Desktop macht. Ganz wichtig an der Stelle ist, wenn ihr dieses Thema angeht, macht ein gemeinsames Design des Desktops. Setzt euch mit den entsprechenden Anwendern vorher hin und schaut, wie arbeiten die? Was sind die Prozesse? Wo drückt der Schuh? Wo ist der Schmerz? Und schaut dann, dass ihr eben dementsprechend den Desktop so aufbauen könnt. Ganz, ganz, ganz wichtig an der Stelle ist, wenn ihr das tut, unabhängig Ersteinführung oder Linux-Desktop, kommt niemals auf die Idee und versucht, einen Windows-Desktop nachzubauen. Es wird nur eine schlechte Kopie dessen bleiben. Versucht viel eher auf Basis der Anforderungen zu verstehen, wie arbeiten die, wie kann das auf dem Linux-System eben abgebildet werden und diese entsprechenden Vorteile zu nutzen und dann eben auszubauen. Ja? Aber kein Windows-Desktop nachbauen. Wird nicht funktionieren. Ja? Das ist ein ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt an der Stelle. Okay, wir würden zum nächsten Projekt kommen, wenn es dazu keine Fragen mehr gibt. Bitte? Wie bitte? Welche GNOME-Version war die Frage? Offen und ehrlich gestanden bin ich das gerade überfragt. Kann ich recherchieren und wir können nach dem Vortrag das klären? Tut mir leid, weiß ich aus dem Kopf nicht. Nächste Frage bitte. Die Frage war, was war der technische Grund vom Wechsel zu Red Hat auf eine Ubuntu? Den technischen Grund gab es, glaube ich, an der Stelle nicht, soweit ich weiß. Dieses Subscription-Thema mag sicherlich damit reingespielt haben. Bin ich mir aber auch nicht zu 100%ig sicher an der Stelle. Weitere Fragen? Bitte? Die Frage war, was für weitere Anwendungen da eben noch laufen. Also primär geht es hier um diese ja, entsprechende AS400-Fachanwendung. Dann gibt es noch entsprechende weite Textverarbeitung mit dabei, Kommunikation, Groupware, das ganze Thema. Also einmal ein bunter Blumenstrauß hoch und runter für normale verwaltungsorientierte Bildschirmarbeitsplätze eben. Die Fachanwendung steht dabei im Vordergrund. Ja, okay. Wir springen weiter? Okay. Wir machen jetzt so einen kleinen Ausflug weg von privatwirtschaftlichen Organisationen hin zu öffentlichen Einrichtungen, auch ein ganz spannendes Thema. Und wir reden hier über das Bundesinnenministerium. Wir reden nicht konkret über das Bundesinnenministerium, weil es nämlich im Jahr 2004, 2005 ein entsprechendes Evaluierungsprogramm gab für Linux auf dem Desktop. Und da konnte man entsprechend als öffentliche Institution, die einem Ministerium angehört, egal ob auf Bund- oder Länderebene, eben hingehen und sagen, Mensch, das finden wir toll, wir würden gerne mal evaluieren wollen, ob Linux auf dem Desktop für uns was ist, bitte gebt uns mal Budget dafür. Ganz, ganz, ganz salopp formuliert. Das war ein entsprechendes Programm, was es da gab. Zwei Einrichtungen haben das genutzt, von denen wir so kennen oder beziehungsweise die wir umgesetzt haben, die wir begleitet haben. Das eine ist ein wissenschaftliches Institut, was einem entsprechenden Ministerium untergeordnet ist und das andere ist wirklich ein Bundesministerium, was ich hier so an der Stelle nicht erwähnen möchte. Wir fangen an mit dem wissenschaftlichen Institut. Wie war die Ausgangslage? Von der Umgebung her war das ein Institut, was Forschung in der Landwirtschaft macht. Klingt erstmal ein bisschen spannend, war es auch. Von der Größenordnung her 180 Bildschirmarbeitsplätze, Infrastruktur ganz klassisch NT4 gewachsen. Die Schmerzen, die Motivation, die Beweggründe, sich mit Linux auf dem Desktop zu beschäftigen, lagen darin, dass man auf der einen Seite relativ unkonventionelle Peripheriegeräte hatte, die nicht so super unter einem Windows-Desktop liefen. Und auf der anderen Seite hat man in dem Zuge auch gesagt, okay, wir würden ganz gerne Terminal-Server-Umgebung eben auch einführen. Die Besonderheit, wie man das sehr häufig im wissenschaftlichen Umfeld eben hat, ist, dass die Anwender hier sehr, sehr, sehr Linux-affin waren und auch wirklich einige Experten auf dem Gebiet. Und dieser Umstand ist dieses ganz besondere Merkmal in diesem Projekt. Genau der Fakt, genau dieser Umstand, dass es hier Linux-affine Anwender gab, kann Fluch und Segen gleichzeitig sein. Ja? Warum? Auf der einen Seite kann man natürlich sagen, okay, ich habe ein sehr angenehmes Arbeitsumfeld. Ja? Man hat die gleiche Argumentation, man hat die gleichen Sichtweisen, man kann sich über die gleichen Themen eben austauschen. Auf der anderen Seite, und das kennt ihr sicherlich nur zu gut, wenn ihr einen Administrationshintergrund habt, Experten neigen ganz gerne mal zum Selbermachen. Ja? Sei es jetzt eine Konfigurationsanpassung, die jetzt vielleicht nicht gerade schnell genug geht oder wo man das Problem schon erkannt hat, oder sei es jetzt um irgendein Update. Ja? Patch Day am Mittwoch, ach, muss ich nicht warten, kann ich doch mal eben selber machen. Ja? Und das führt eben dann, warte, einen kleinen Schluck trinken bitte. Entschuldigung.
So, jetzt ist der Frosch im Hals weg. Verzeihung. Und das sorgt dann eben am Ende des Tages auch eben dafür, dass wenn die Kollegen anfangen, gewisse Dinge selber zu machen, dass ich am Ende des Tages die Situation haben kann, dass ich Schatten-IT bekomme. Ja? Die kommen einfach auf irgendeine Idee, gewisse Dinge umzusetzen, relativ schnell. Abstimmen muss man das nicht. Kann ich auch eben ganz schnell machen. Und ich weiß am Ende des Tages gar nicht mehr, was läuft da überhaupt, wie konkret, bin aber trotzdem dann entsprechend dafür unter Umständen verantwortlich. Ja, das ist also ein ganz besonderer Punkt hier. Wie kann man das so ein bisschen entschärfen? Relativ einfach. Flucht nach vorne. Wir beziehen die mit ein. Die Anwender mit ein, aktiv mit einbeziehen. Wir schauen, und das ist ganz wichtig, vor der Umsetzung. Was ist, haben die für eine Erwartungshaltung? Was haben die für Anforderungen? Wie sind die Arbeitsabläufe? Wie arbeiten die? Ja? Setzt euch wirklich neben die Anwender, schaut denen über die Schultern, guckt, was machen die eigentlich den ganzen Tag? Und wo drückt der Schuh an der Stelle? Ja? Es gab eine ja fast schon skurrile Situation in diesem Projekt. Wir waren eben dabei, uns anzuschauen, wie arbeiten die? Ja? Und dann kamen wir an einen ja, Forschungsarbeitsplatz, schöner großer Schreibtisch, der war vollgeklebt mit diesen gelben Notizzetteln. Rappelvoll. Und dann kam man ins Gespräch und ein bisschen salopp und fragte, naja, was machst du denn mit den ganzen gelben Zetteln? Wieso kleben die da? Ja, das ist dann meine Tagesablage, immer wenn ein Kollege reinkommt und sagt, du musst mal dieses gucken und mal jenes gucken und das brauche ich bitte bis dahin, das muss noch heute sein. All die Aufgaben, die ich heute machen möchte, schreibe ich mir auf diesen gelben Zettel auf und klebe die auf meinen Schreibtisch. Ja, okay. Und dann haben wir gefragt, kennst du die KDE-Anwendung Sticky Notes? Damit hast du die auf deinem Desktop dann kleben. Ach. Und das war dann wirklich so ein Aha-Moment, wo die gute Frau an der Stelle dann auch eben einfach nicht drauf gekommen ist. Ja? Ganz banal, absolut lapidar, aber das ist eben ein entscheidender Punkt, dass ich mich mit den Anwendern eben hinsetze und schaue, wie wird gearbeitet, wie ist der Schmerz, wie sind die Abläufe. Und das Ganze eben ganz wichtig vor der eigentlichen Projektumsetzung. Ja? Während der Umsetzung an der Stelle kann man dann natürlich dann auch entsprechende Schulungen machen, dass man wohlwissend, dass es Experten sind, trotzdem versucht darzustellen, was hatte ich für Beweggründe, warum habe ich Dinge gemacht, wie ich sie gemacht habe, das Ganze aktiv auch eben in Arbeitskreisen machen, wo man halt eben alle Kollegen versucht, an einen Tisch zu bekommen, um sich eben auszutauschen, wie gut läuft's, wo drückt der Schuh, wo gibt's Verbesserungsbedarf. Ja? Okay. Das soweit zum Wissenschaftlichen Institut. Ich würde jetzt gern auf das Bundesministerium weitergehen wollen, wenn es Fragen hierzu gibt. Bitte. Die Frage war, oder der Hinweis, Verzeihung, war, dass es auf der ersten Slide zu dem Institut eben geschrieben worden ist, unkonventionelle Peripheriegeräte, ob das ein Problem war, als wir auf Linux gegangen sind. Das habe ich richtig verstanden, ja? Nein, war es nicht. So, also das waren irgendwelche Mischroboter, die irgendwelche Proben von irgendwas nehmen und dann wieder durchprobieren. Das war speziell, aber unter dem Linux-Desktop war es überhaupt kein Thema an der Stelle. Ja, was eben auch dazu führt, dass die Akzeptanz eben so hoch war dafür, ja, weil das war mit einer der zentralen Schmerzpunkte, ja, die man adressieren wollte. Also das an der Stelle hier war eben eine sehr erfolgreiche Migration. Weitere Fragen dazu? Sehe ich keine Hand. Na, bitte? Ja. Verzeihung, die Frage war, ob die Evaluation erfolgreich war. Ja, war sie. Und wurde dann entsprechend auch so umgesetzt in diesem Programm, was es da gab. Okay, wir springen weiter. Gut, dann kommen wir auf das Bundesministerium zu sprechen, eben an der Stelle. Auch hier war es ein Pilotprojekt. Anders als die Projekte eben vorher, war es hier an der Stelle eben so, dass man gesagt hat, wir wollen wirklich nur eine Teilmenge der entsprechenden Bildschirmarbeitsplätze betrachten und nicht eine komplette Abteilung oder ein komplettes Institut. Wie all die Geschichten vorher. Man hatte schon entsprechende PCs und FAT-Clients gehabt und von der Arbeitsweise war es eben so, dass man einen extrem hohen Dokumentenaustausch hatte. Sowohl auf Bundesebene, auf Länderebene, auf europäischer Ebene. Mit einer der Projektvorgaben innerhalb von der Pilotierung war, dass die Clients mit Dual-Boot ausgestattet sein sollten. Ja, dass man auf der einen Seite seinen gewohnten Windows-Arbeitsplatz hat und auf der anderen Seite eben dann den neu zu evaluierenden Linux-Desktop. Und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, wie die Geschichte weitergeht. Ich sehe es an eurem Grinsen. Das Pilotprojekt wurde nicht weiter verfolgt. Ja? Was waren die Gründe dafür? Auf der einen Seite, wir spielen hier natürlich Mitte der 2000er Jahre, war es eben so, dass diese Interoperabilität, wie wir sie heute kennen, mit einem aktuellen LibreOffice und einem Microsoft Word eben nicht so gegeben war. Ja? Man muss fairerweise hier in dem Kontext auch sagen, dass die Word-Dokumente als solches in
vielen Fällen schon kaputt waren, ja, von den entsprechenden Formularen her, die verwendet worden waren, von den Makros her, die verwendet worden waren. Aber da hat man natürlich unter einem Microsoft Word einfach eine andere Toleranzinterpretation, als das seinerzeit irgendwie ein OpenOffice hatte zum Beispiel. Das hat sich natürlich, Gott sei Dank, heute ganz, ganz, ganz stark geändert. Das war so der inhaltliche Punkt, der gegen eine weitere Betrachtung gesprochen hat. Vielen Dank. Ein weiterer Punkt war eben der, Menschen sind gewohnheitsorientiert. Wenn ich ihnen die Wahl gebe, bei dem zu bleiben, was sie halt kennen oder halt eben was Neues auszuprobieren, so klein wie die Hürde auch sein mag, sie bleiben wahrscheinlich bei dem, was sie kennen an der Stelle. Ja? Okay. Fragen hierzu? Keine? Gut. Wir springen weiter auf ein, ja, sehr spannendes Projekt. Wir bleiben so ein bisschen im öffentlichen Umfeld. Wir reden hier über die Landeshauptstadt. Das Ganze ist ein Projekt aus dem Jahr 2006 mit 14.000 Arbeitsplätzen, größer als all die zusammen, die wir vorher da eben an der Stelle hatten. Die IT-Infrastruktur war ja eine sehr große, gewachsene Windows-Umgebung über Jahre hinweg eben mit den unterschiedlichsten Fachanwendungen. Die Motivation von der Landeshauptstadt, sich mit Linux auf dem Desktop zu beschäftigen, rührte eben daher, dass es eine Support-Abkündigung seitens Microsoft gegeben hat und man in dem Kontext keine wirtschaftlich vertretbare Option mehr hatte, diesen Weg so weiterzugehen, sodass der Oberbürgermeister eben dann das Ziel ausgegeben hat, wir wollen Unabhängigkeit und Freiheit, wir wollen alle IT-relevanten Prozesse und Strukturen nur noch intern behandeln und nicht mehr abhängig sein von irgendwelchen externen Dienstleistern oder Herstellern. Das war diese große Maxime, die ausgegeben worden war. Das heißt an der Stelle, dass oder der Kerngegenstand des Projekts rührte daher, dass man Hilfe zur Selbsthilfe benötigt hat. Ja, man wollte keine neue Abhängigkeit, man wollte das selber in-house eben alles erledigen. Öffentliche Hand, das muss ausgeschrieben werden. Klar, diese Ausschreibung entsprechend haben wir gewonnen und durften das Initialprojekt eben so begleiten und eben auch erfolgreich umsetzen. Das war ein sehr besonderes Migrationsprojekt. Es war ein Leuchtturmprojekt. Ja, wann gab es jemals vor diese Situation, dass ein Landeshauptstadt mit 14.000 Bildschirm Arbeitsplätzen von einem Windows zum Linux migriert ist? Es war eine gewachsene Infrastruktur über Jahre hinweg an der Stelle eben. Es war eine Server- und eine Desktop-Migration, weil die Anwendungen, die ich auf dem Desktop habe, da brauche ich irgendwo auch ein Backend für, ja, wird heute gerne mal vergessen. Und eben auch, was mit Bestandteil dieses Migrationsprojekts war, inhaltlich aber gar nicht reingehört, ist die Tatsache, auch die Fachanwendungen wurden modernisiert. Ich hatte eine gewachsene Windows-Umgebung. Die Fachanwendungen gab es nur für Windows, für keine andere Plattform. Ja, auch das war eben mit Gegenstand dieser Thematik. Meine Lieblingsanekdote aus dem Projekt ist die Fachverfahren für die Hundesteuer. Stellt euch vor, Landeshauptstadt, relativ groß. Was glaubt ihr aus dem Bauch? Wie viele unterschiedliche Fachverfahren und entsprechend auch Anwendungen gibt es für die Berechnung der Hundesteuer? Aus dem Bauch. Eine? Sieben? Zehn? 20? 22? 14. 14. 14 unterschiedliche Fachverfahren und Anwendungen zur Berechnung der Hundesteuer. Ja? Nur in dieser einen Landeshauptstadt. Ja, das heißt, ob ich jetzt meinen Chihuahua im Norden der Stadt angemeldet habe oder im Süden, kann einen erheblichen Unterschied machen in Euro. Ja, so, also aufgepasst bei der Wohnortwahl. ich habe die Frage offen und ehrlich nicht verstanden. Also ja, Berlin ist ja eh. Ja, also Berlin ist ja eh nochmal eine Besonderheit als Bundeshauptstadt eben an der Stelle auch. Nee, das ist nicht so, aber die haben vielleicht ähnliches Problem. Ja? Okay. Ja, bitte. Die Frage war, ob die Beamten die Hundesteueranwendung selbst entwickelt haben. Wir hatten das Problem, dass es die Unternehmen, die die Fachverfahren und Anwendungen entwickelt haben, teilweise schon nicht mehr gab und die Kollegen schon lange in wohlverdiente Rente waren. Also das Problem haben wir gehabt. Da kann man sehen, wie gewachsen diese Umgebung eigentlich ist. Ja? Okay, wir springen weiter. Was haben wir gelernt bei diesem entsprechenden Projekt? Wir haben gelernt, oder nicht wir haben gelernt, aber abschließend dazu kann man halt eben sagen, es war ein sehr erfolgreiches Migrationsprojekt. Ein Großteil der entsprechenden Systeme wurde auf Linux eben migriert. Mit einer der entscheidenden Faktoren, warum das Projekt eben so erfolgreich war, wie es war, war, dass der Oberbürgermeister als solches eben diese Maxime ausgegeben hat, den Weg zu gehen, Unabhängigkeit und Freiheit, wir erinnern uns. Und eben auch mit in Persona einer der ersten war, der Linux auf dem Desktop verwendet hat.
Ja? Und das ist ein ganz wichtiger Punkt für eure Vorhaben an der Stelle. Wenn ihr sowas plant, schaut, dass die entsprechenden Key-User, die Entscheidungsträger oder aber auch die Meinungsmacher, wie auch immer ihr das ausdrücken mögt, dass ihr die mit ins Boot holt. Ja? Dass ihr die auf eurer Seite, salopp formuliert, habt und die eben als Multiplikatoren nutzen könnt für dieses Thema. Ja? Eine andere wichtige Geschichte, die wir da gelernt haben, die ich euch hier mitgeben möchte, ist das Stichwort Modernisierung der Fachverfahren, also diese unterschiedlichen Hundesteueranwendungen, vielen Dank, gehört ja eigentlich gar nicht zum Desktop-Migrationsprojekt mit dazu. Ja? Schaut, dass ihr den Projektgegenstand ganz klar abgrenzen könnt und ganz klar definieren könnt. Ja? Eine Geschichte abschließend dazu zum Lessons-Learned-Ansatz. Öffentliche Hand, Stadt, die müssen Ausschreibungen ausschreiben. Eine Ausschreibung ist in der Regel immer zeitlich befristet. Man kam also an den Punkt, dass die Endlaufzeit der Ausschreibung nahte, sodass sich die Stadt eben bemüht hat, da eben eine weitere Ausschreibung zu machen, weil natürlich klar, nach so einer initialen Migration hat man immer noch hier und da gewisse Dinge zu tun. Diese zweite Ausschreibung haben wir nicht gewonnen, sondern ein anderes Linux- und Open-Source-Dienstleistungsunternehmen aus Deutschland. Und damit haben wir in diesem Projekt gezeigt, dass der Open-Source-Ansatz funktioniert. All das, was wir die letzten Jahre und auch in den nächsten Jahren immer wieder verargumentieren werden. Unabhängigkeit, Herstellerunabhängigkeit, man ist nicht gebunden, guck in den Code rein, du kannst es selber machen, haben wir hier eben bewiesen, dass es funktioniert. Ja, der Ansatz funktioniert. Das abschließend zu dieser Geschichte. Gibt's Fragen dazu? Sonst würde ich weitermachen wollen. Bitte? Den letzten Satz bitte nochmal. Die Frage war, die sind ja jetzt am Wechseln, ob das motiviert oder ärgert. Habe ich das recht verstanden? Das motiviert. Das motiviert, weil es eben auch im Norden Deutschland oder auch in Mitte Deutschland oder auch außerhalb von Deutschland, wenn wir nach Südeuropa gucken beispielsweise, Portugal, Spanien, Griechenland, Italien, unglaublich viele Institutionen gibt, öffentliche, nicht öffentliche, privatwirtschaftliche, die eben für sich Linux auf dem Desktop oder allgemein eine 100% Linux-Strategie eben fahren an der Stelle. Ja? Und dass man sich da jetzt eben anders entschieden hat, dafür gibt es viele gute Gründe. Mich an der Stelle motiviert, das eben noch weiter zu machen. Ja, und euch hoffentlich auch. Eine Frage von da hinten, bitte. Was soll ich noch dazu sagen? Dass hier wieder das Element Key-User eine Rolle gespielt hat. Der neue Oberbürgermeister mochte eigentlich nicht. Er hat gesteckt und so im Wahlkampf. Die Frage spielte darauf, dass es eben entscheidend ist, wie man die Key-User einbindet. Hier ganz konkret in Rolle des Oberbürgermeisters. Unabhängig von diesen Geflogenheiten hier, unabhängig von der Rolle Oberbürgermeister, ja, die entsprechenden Key-User sind ganz, ganz, ganz entscheidend an der Stelle. Das ist richtig. Ja, okay. Dafür kriege ich gleich 3 Minuten länger Zeit, ne? Okay, wunderbar. Gut. Weitere Fragen dazu? Okay, gut. Wir gehen bitte weiter auf die nächste und auch letzte abschließende Geschichte an der Stelle, ist ein Hersteller von Spielplatzanlagen. Und das Ganze ist ein Vorhaben aus dem Jahr 2018. Und ihr merkt schon, naja, der hat gerade eben von Projekten, hier jetzt von Vorhaben, von der Umgebung her relativ überschaubar mit 80 Bildschirmarbeitsplätzen, hier auch hier, heterogene Umgebung eben, alles bunt gemischt, Windows, Linux, CAD-Anwendungen, irgendwelche alten Windows 95-Roboter, die auf im Maschinenpark verwendet worden waren. Und die Situation, wie wir da ins Gespräch gekommen sind, war hochgradig interessant. Die Geschäftsleitung war ganz, ganz, ganz stark engagiert und hat mir dann wirklich in dem Gespräch ja ganz toll dargelegt, dass es ja nicht sein kann. Man ist ja abhängig von diesem großen Hersteller und man weiß ja gar nicht, was die machen und das kann ja überhaupt nicht sein. Also all die Argumente der letzten Jahre, die wir ganz gerne so verwenden, hat er in seiner Art und Weise eben wiedergegeben. Das Ganze wurde getriggert von dieser entsprechenden ARD-Dokumentation, die es da vor einigen Monaten eben gab, das Microsoft-Dilemma. Wer die nicht kennt, sei hier an der Stelle wärmstens empfohlen. Diese Dokumentation hat diesen sympathischen Herrn eben dazu bewegt zu sagen, wir müssen das jetzt ändern an der Stelle. Ja? Hat uns eben eingeladen und kamen da im Gespräch. Die Situation, die wir da eben vorgefunden haben, fernab von der Technik, war eben so, 80 Bildschirmarbeitsplätze, ihr könnt euch vorstellen, nicht die größte Infrastruktur der Welt, dass es eben einen Programmierer gab. Und der hatte auch noch die Admin-Aufgaben. Ja? Dieser gute Mann hatte relativ wenig Bezug zu Linux an der Stelle. War halt Programmierer von Haus aus und hat die Admin-Aufgaben ebenso mitgemacht. Ja? Und man hat schon relativ schnell gemerkt, eigentlich im Gespräch, das ist ein guter Programmierer, der ist fit und der ist fähig, aber Linux-Administrator ist er eigentlich nicht. Und wirklich Lust hat er darauf eigentlich auch nicht. Diese entsprechende Sichtweise haben wir da halt dann eben so
auch der Geschäftsführung gegenüber klargestellt und ja entsprechend so erklärt, dass es unter diesem Aspekt eben so auch wirtschaftlich keinen Sinn macht, so ein Vorhaben eben voranzutreiben. Auch wenn die entsprechenden Argumente sehr richtig und wichtig waren an der Stelle auch, haben wir dieses Vorhaben eben nicht projektiert. Das, was wir daraus lernen, was ich euch mitgeben möchte, ist, wenn ihr sowas agiert, niemals gegeneinander, immer miteinander. Ihr werdet nicht nur auf Befürworter treffen, was so eine Idee angeht. Aber entscheidend ist, dass die Leute, die damit arbeiten und die, die das entscheiden, eben dann doch so ein bisschen der Idee zugeneigt sind. Oder zumindest mehr zugeneigt, als sie abgeneigt sind. Ja, das ist so ein bisschen das zusammenfassende Thema von dieser Geschichte. Ja, Fragen dazu? Nein? Keine Fragen? Gut. Dann würde ich hiermit jetzt so ein bisschen den Punkt der eigentlichen Referenzprojekte abschließen wollen und so ein bisschen mit euch diskutieren wollen. Warum jetzt? Warum sollten wir uns ausgerechnet jetzt mit Linux auf dem Desktop beschäftigen? Nach meiner Ansicht sind es zwei Punkte eigentlich nur im Kern. Auf der einen Seite haben wir eine steigende Digitalisierung in allen Lebensbereichen. Alle möglichen Hype-Themen rund um Smart Cities, um IoT, um Industrie 4.0, um was auch immer da für eine entsprechende Sau gerade durchs Dorf getrieben wird, führen dazu, dass ich mittlerweile in der Lage bin, meinen kompletten Alltag irgendwie zu digitalisieren und in Daten wirklich auswertbar zu machen. Und aus dieser Entwicklung heraus, finde ich, sieht man sehr schön, dass immer mehr Leute so ein bisschen den Wunsch nach Selbstbestimmung erhalten und sagen, meine Daten gehören mir, ja? Und den Wunsch nach Offenheit eben an der Stelle noch haben und damit eben auch nach Unabhängigkeit. Und genau diese Unabhängigkeit und Freiheit erreiche ich eben nur mit Linux, erreiche ich eben nur mit Open Source an der Stelle. Ein anderer Punkt, die Frage, ja bitte? Wäre nicht viele Projekte viel einfacher zu erreichen oder Linux auf dem Desktop nicht einfacher zu erreichen? Wenn ich sage, auf den Desktops läuft erstmal OpenOffice, LibreOffice und Firefox und Thunderbird, dann ist die Umstellung auf Linux nachher nur noch im Fingerschnitt. Aber dass der Schritt nicht erstmal vor den zweiten gegangen wird, dass ich sage, erstmal die Anwendung unabhängig machen, dann habe ich die Dokumente unabhängig, dann bin ich aus dem Vendor-Log raus und dann ist die Umstellung auf Linux wirklich, da kann ich auch von mir aus von Linux wieder auf Windows umstellen, das interessiert dann eigentlich keinen. Aber dass das eigentlich der erste Schritt wäre, Open Source auf dem Desktop und dann eigentlich. Ja, bin ich inhaltlich bei dir. Wie fasse ich das zusammen? Bitte korrigiere mich und fall mir ins Wort. Der Hinweis, die Frage war so ein bisschen, sollte nicht eigentlich Open Source auf dem Desktop im Vordergrund stehen als Linux auf dem Desktop, weil es am Ende des Tages um die Fachanwendungen geht. Wenn ich die einmal irgendwie mit einem Open Source Pendant dargestellt habe, habe ich nachher ein wesentlich einfacheres Spiel, wenn ich Linux auf dem Desktop machen will. Oder es ist dann aber auch egal, ob ich ein Linux oder ein Windows auf dem Desktop habe, weil die Fachanwendung ist die entscheidende. Ja, ist richtig. Und ja, das wäre der zweite Punkt gewesen an der Stelle, den ich hier so bringen wollte. Wir haben mittlerweile einen unglaublich hohen Reifegrad von Linux auf dem Desktop und das schließt alle entsprechenden Fachanwendungen ein, sei es jetzt Textverarbeitung, sei es Kommunikation, sei es was auch immer. Das sieht man immer dann, finde ich, sehr schön, wenn man mal wieder, vielleicht zum ersten Mal, einen Bekannten, Freund, Familie, wie auch immer, auf Linux umstellt und man den beispielsweise zum ersten Mal an den LibreOffice eben setzt. Ja, die Erfahrung, ich weiß nicht, wann ihr das zum letzten Mal gemacht habt, die ist durchweg immer positiv mittlerweile. Also wow, das geht ja. Ja, also das ist in der Tat, vielen Dank für den Hinweis, für den Kommentar an der Stelle. Das ist ein Punkt, die entsprechenden Fachanwendungen machen uns das Thema momentan sehr, sehr, sehr einfach, genau in diese Richtung zu gehen. Und das kann durchaus auch ein erster Ansatz sein, zu sagen, wir konzentrieren uns erst auf die Fachanwendung und dann auf alle weiteren Dinge, die dahinter liegen. Ja? Okay. Jetzt sind wir also vollends motiviert und haben so ein bisschen gelernt, worauf es eigentlich ankommt, wenn man so ein Thema eben vorhat. Und dann möchte ich euch hier nochmal so ein bisschen zum Abschluss der eigentlichen Präsentation 5 Punkte mitgeben, worauf kommt es aus meiner Sicht wirklich an, wenn ich so ein Thema angehen möchte, auf die Benutzerfreundlichkeit. Benutzerfreundlichkeit ist wesentlich wichtiger als Features und Funktionen. Klar, technikorientierte Menschen neigen ganz gerne dazu, immer Bleeding Edge, immer das Neueste vom Neuesten. Die Benutzerfreundlichkeit, die sollte im Vordergrund stehen. Vor und während des Projekts werden grundsätzlich gerne in IT-Projekten Erwartungshaltungen und Kernanforderungen ganz gerne mal unterschätzt. Ja? In Desktop-Projekten sind sie allerdings unglaublich wichtig, die mit zu berücksichtigen. Ja? Extreme Befürworter und Gegner an einen Tisch holen. Ja? Schaut wirklich, dass ihr die absoluten Befürworter da habt und auch wirklich die, die sagen, das kommt überhaupt nicht ins Haus, das ist alles Kokolores, kann ich nicht mitarbeiten. Schaut, dass ihr die an den Tisch bekommt, argumentiert,
was sind die entsprechenden Sichtweisen und dann die entsprechende Entscheidung gemeinsam zu treffen mit den extremen Gegnern, mit den extremen Befürwortern. Ja? Und ein ganz wichtiger Punkt, wenn ihr also entsprechend dann den Linux auf dem Desktop habt und den einführen wollt, baut niemals einen Windows-Desktop nach. Seht die Vorteile von Open Source, seht die Vorteile von Windows auf dem Desktop, nutzt diese und baut die eben aus. Ja? Und für all die, die jetzt vielleicht sich immer noch fragen, naja, ist ein lustiger Titel, aber was heißt das denn eigentlich? Das soll das heißen, dass es bei Linux-Migration auf dem Desktop eben nicht um die Technologie geht, es geht um die Menschen. Ja? Und da möchte ich euch ermutigen, bis zum Äußersten zu gehen, miteinander zu reden und entsprechende Projekte eben umzusetzen. Dankeschön. Ich glaube, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen, oder? Ja, wir haben noch ein bisschen Zeit für Fragen. Wie bitte? Eine Viertelstunde habe ich noch für Fragen. Wow, ihr habt zu wenig Fragen gestellt. Stellt jetzt die Fragen. Bitte. Ja. Ja. Die Frage war so ein bisschen ja, bezogen auf das Hersteller von Spielplatzgeräten Beispiel, dass CAD da natürlich auch entsprechend ein Thema ist und ob es da nicht auch entsprechende Alternativen gibt, das mit Linux auf dem Desktop zu machen. Ja, gibt es sicherlich an der Stelle, auch wenn ich jetzt kein Experte von CAD-Anwendungen bin. Was da natürlich immer so ein bisschen reinspitzt, sind gerade auch die Integration von anderen Anwendungen und Prozessen an der Stelle, dass man da durchaus schauen muss, kann ich so einen Arbeitsplatz überhaupt auch migrieren? Gerade bei CAD-Anwendungen habe ich es schon sehr häufig gesehen, dass da gesagt worden ist, okay, gut, diese Fachanwendung, die ist so entscheidend an der Stelle, die kriegen wir jetzt nun wirklich nicht weg an der Stelle. Das wird aber auch bedeuten, wenn es so ein Arbeitsplatz ist, wo man sagt, okay, wir müssen ja auf dem Windows bleiben mit der CAD, dann kann man trotzdem noch die anderen Fachanwendungen, die Textverarbeitung, Groupware, Kommunikation, was auch immer ich habe, entsprechend versuchen, auf Open Source Software zu migrieren. Ja? Bitte? Ist es dann vielleicht eine Lösung, so einzeln, wenn es um einzelne Anwendungen geht, die in der VM oder Kabine oder sowas zum Laufen zu bringen? Die Frage war, ist es dann gerade bei solchen Applikationen ein technischer Ansatz, die in einer VM oder unter Wine irgendwie ans Laufen zu bringen? Technisch, klar, wenn das gegeben ist, kann das durchaus auch eine Möglichkeit sein. Ja, auch entsprechende zentral gehostete Anwendungen auf einem Terminal-Server-Infrastruktur kann technisch auch irgendwie denkbar sein, wenn die Applikation das kann, wenn die das unterstützt. Klar, das kann durchaus ein technischer Weg sein, an der Stelle das so zu machen. Ja. Verzeihung, der Herr, bitte? Ja. Die Frage war, ist die Mannigfaltigkeit an unterschiedlichen Distributionen für einen Kunden, der überlegt, vorteilhaft oder weniger vorteilhaft? Korrekt? Ja. Grundsätzlich würde ich eher vorteilhaft sagen wollen, wobei es da schon in der Regel immer eine Vorauswahl gibt an Distributionen, die man wählen kann. Wir haben heute keine Infrastruktur, die wir finden, wo kein Linux läuft. Habe ich noch nicht gesehen. Ja, selbst wenn der IT-Admin absoluter Windows-Fan ist, der hat immer irgendwie ein Linux mit dabei. Und ob das jetzt ein Debian, ob das ein Red Hat ist oder was auch immer, es gibt da immer schon so eine vorgewählte Präferenz. Ja, das kann dann nachher sinnvoll sein, diese entsprechende auch auf dem Desktop eben auch zu wenden oder aber eben auch nicht. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass die Vielfalt da negativ behaftet wäre. Das glaube ich nicht. Nein. Verzeihung, bitte hier vorne erst und dann. Da sind viele Tablets bei. Das heißt, da brauche ich sowieso ganz andere Lösungsansätze, weil auf dem Notebook nicht das läuft, was auf einem Tablet läuft, obwohl es gegen dieselben Daten arbeitet. Macht das eher den Markt offen für Chancen oder erschwert das Umfeld? Also ich jetzt so eine heterogene Umgebung auf den Arbeitsplätzen. Ist das eher eine Chance für Linux, dass ich sage, ja prima, ich sehe zu, dass das dann browserzentriert wird zum Beispiel und dann spielt der Desktop nicht mehr so die Rolle oder erschwert das den Markt? Ja, die Frage war, ob die unterschiedliche Vielfalt an Geräten, die ich habe, sei es jetzt ja klassische PCs, Laptops, Tablets oder ganz ja mobile Geräte, Handys, Smartphones und die damit verbundenen Fachanwendungen, ob das eher eine Chance ist für Linux und für Open Source oder eher weniger. War das soweit korrekt? Ja, okay. Das ist eine Chance.
weil ich mich damit eben genau auf die eigentlichen Fachanwendungen konzentrieren kann, diese entsprechend dann so ausgestalten kann, dass sie entweder betriebssystemunabhängig funktionieren, komplett in den Browser liegen, mit einem Open-Source-Pointer umgesetzt werden und die Notwendigkeit auf einen Linux oder auf einen Windows-Desktop oder auf das Gerät, also ob ich jetzt auf dem Tablet mache oder auf dem Smartphone, auf dem Laptop, dann so in die zweite Frage eigentlich rein. Und das ist eine Chance an der Stelle, ganz klar. Hm? Dann war da vorne, ich weiß nicht, wer von euch beiden zuerst war. Okay, bitte. Ja. Die Frage war, gerade so in der Migration von Windows 7 auf Windows 10, dass es da nicht mehr Projekte, mehr Interesse gab, auf den Linux zu gehen, weil so der gemeine Linux-Desktop oder der allgemeine Linux-Desktop, Verzeihung, so ein bisschen mehr an einem Windows 7 ist als an einem Windows 10. Ja, der Meinung bin ich auch. Es gibt unglaublich viele ja auch kleinere Projekte oder kleinere Städte, kleinere Unternehmen, die das genauso gemacht haben in dem Zuge. Bei irgendeiner Word-Version, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, war es allerdings noch extremer, wo wirklich das LibreOffice 1:1 identisch aussah. Ja, wie bitte? Umstieg auf Ribbons, Dankeschön. Ich hatte es gerade nicht vor Augen gehabt, vielen lieben Dank. Genau, das war halt eben so eine Situation, wo man schon eben gemerkt hat, wow, jetzt kann ich da auch ein LibreOffice hinstellen und alles ist gut. Ja, das ist eben eine entsprechende Situation. Die sicherlich aber auch noch anhalten wird. Ja, genau. Verzeihung, der. Die Frage war, gab es schon mal schon Umstellungen von Windows-Arbeitsplätzen bei Beibehalten der entsprechenden AD-Domains? Ja, gab es. Ja, funktioniert technisch. Ja, ist nicht zu empfehlen. Bitte. Gegenbeispiele, du hast ja auch gerade gemeint, in Europa sind sehr viele privatwirtschaftliche Unternehmen auf Linux quasi. Glaube ich, in Deutschland dann noch die ein oder anderen Städte, die weiterhin auf Linux arbeiten. Ja. Das sind positive Beispiele, oder? Ja, es gibt diese entsprechenden Positivbeispiele. Schwäbisch Hall kursiert rum, habe ich keine persönlichen Kontakte, aber aus der entsprechenden Presse gibt es das. Es gibt im fränkischen Umfeld durchaus positive Beispiele. Es gibt auch hier im bergischen Umfeld positive Beispiele. Es gibt entsprechende Bestrebungen, das kann man ja so sagen. Ist ja auch öffentlich nachvollziehbar, dass das Land Schleswig-Holstein entsprechende Motivation hat zu tun, dass es entsprechende Ideen gibt, motiviert durch das Land eben auch die Stadt Kiel weitere Dinge anzugehen. Da gibt es durchaus sehr viele positive Beispiele, die man da auch noch benennen kann. Ja, zu denen ich offen und ehrlich gestanden aber keine Kontakte habe und dementsprechend möchte ich das hier jetzt so nicht weiter eingehen. Aber die gibt es. Und im südeuropäischen Umfeld, ich weiß nicht, wer verfolgt das OSA von euch? Von der Europäischen Kommission gibt es so ein entsprechendes Repository, wo immer geschaut wird, was passiert im Open-Source-Umfeld, kann ich euch empfehlen. Wenn ihr es nicht kennt, OSOR heißt es. Und da gibt es unglaublich viele Berichte über südeuropäische Länder, die sich da positiv hervortun. Ja? Okay. Da hinten noch eine Frage, bitte. Entschuldigung, kommt gleich. Sie bitte, ja? Ich muss da kurz nachfragen, damit ich die Frage allgemein oder auf die Organisation bezogen. Wie meinst du das? Hab verstanden. Bitte korrigiere mich. Die Frage war, was führt in der allgemeinen Wahrnehmung eigentlich zu einer höheren Akzeptanz, dass andere Organisationen oder auch Institutionen sich Gedanken darüber machen, auf Linux zu migrieren? Der positive Weg, also die positive Meldung, Migration von Windows zu Linux oder halt eben vice versa, also von Linux zurück zu Windows. War das korrekt soweit? Okay.
Sowohl als auch. Das kann man so verallgemeinert nur schwer ausdrücken, weil es immer so ein bisschen auf die individuelle Situation ankommt. Was war das für Beweggründe? Was war das für eine Zeit vor allen Dingen auch? Und warum hat man das auch so ein bisschen getan? Also man kann natürlich auch ja sehr positiv argumentieren aus dem Negativaspekt heraus. Stadt A geht weg, Stadt B geht hin. Guck mal, wie modern unabhängig wir sind. Man kann aber auch sagen, Stadt A hat drauf migriert. Wow, wenn Stadt A das kann, dann kann ich als Stadt B das auch. Ja, also es gibt beide entsprechende Sichtweisen an der Stelle. Ja, also von meiner persönlichen Wahrnehmung her ist es so, dass die Positivbeispiele da schon überwiegen als die Negativbeispiele. Ja, das kann man schon so sagen. Aber ich weiß nicht, wie es allgemein vertreten ist. Meine persönliche Meinung, ja. Verzeihung, ich glaube, hier vorne war noch eine Frage bevor. Ja. Werden die öffentlichen Anwendungen auf jeden Fall webbasiert voraussetzen? Also es gibt Verwaltungsbehörden, die wieder erklären, für alle Bundesländer, wo alle Bundesländer sich verpflichtet haben, gegenseitig ihre Software. Ja. Ja. Applikationen ja. Ja. Das ist ja das Beispiel, was jetzt hier sagst, Leute, was der Windows-Seite wir haben einfach ganz Du machst es mir gerade extrem schwer, das zusammenzufassen. Verzeihung, weil es viel ist. Also im Kern, Verzeihung, wenn ich da ins Wort gefallen bin, aber im Kern, wenn ich das mal so zusammenfassen darf an der Stelle, ist es eben schon so, dass die Frage ursprünglich war, Konsolidierung der Fachanwendung. Das Problem, was man sehr häufig hört bei einer Migration, ist eben die Fachanwendung. Ich bin darauf festgenagelt, es gibt keine entsprechende Alternative. Das ist aber durchaus auch eben Ansätze gibt innerhalb der Länder, innerhalb der Städte durch die Kieler Erklärung, vielen Dank, das eben so ja, zu konsolidieren und dahingehend auch zu homogenisieren, dass sich die Anwendung mehr als einmal eben nur benutzen kann. Ja, das ist das entsprechende Punkt. Wie gesagt, 100% d'accord, bin ich dabei, ist ein politisches Thema. Entschuldigung? Man kann entsprechend, also nicht unser Thema als Anbieter, man kann entsprechend argumentieren. Wir machen dafür auch entsprechend oder erheben dafür immer wieder unsere Stimme, dass wir sagen, Open Source bedeutet eben auch, dass wenn ich auf der einen Seite eben eine gewisse Fachanwendung entwickle und die bereitstelle mit öffentlichen Geldern, dass es dann eigentlich ein Allgemeingut ist. Ja, und das heißt, wenn Stadt A das einsetzt und Stadt B den gleichen Prozess hat, dann bitte auch einsetzen. Das ist ein Thema, dafür erheben wir immer wieder unsere Stimme. Ja, dafür gehen wir nicht weg oder machen klein bei oder wie auch immer. Aber es ist ein politisches Thema. So lange wie entsprechende Organisationen in diesem Umfeld das nicht vorgeben oder entsprechende Wege ebnen, das zu tun, wird das unglaublich schwer, das auf diesen Ebenen umzusetzen. Das ist so ein bisschen der Punkt. Aber je mehr Menschen sich da engagieren in diesem Umfeld, desto einfacher kann es unter Umständen werden. Ja? Okay. Hier vorne war eine Frage, bitte. Ich sprach mit einem Mitarbeiter vom BSI. Ja. Und der sagte, dass es durchaus Bereiche beim BSI gibt, die versuchen, Open Source Projekte zu fördern, beziehungsweise zu verlangen, dass ein entwickeltes Projekt Open Source, also öffentlich, ja. weitergenutzt werden kann. Mhm. Und da sagte er, da gibt es zum Teil keine Angebote mehr für Leute, die das machen wollen. Okay. Also an der Stelle muss man sagen, ist es eben so, dass die Leute, die Software entwickeln, das eben behalten wollen. Das finde ich schade. Ich meine, damit muss man leben. Ja, also die Frage ging dahin so ein bisschen, dass es entsprechende Bestrebungen gibt, wenn Software bei Behörden entwickelt wird, diese entsprechend auch als Open Source eben freizugeben, dass es da keine Bereitschaft für gibt, das zu tun. Das habe ich Sie recht verstanden, ja? Ja, okay. Ja, sofort bitte. Gibt es
gab es auch schon immer, wird es auch schon immer geben. 0 Minuten ist ein Schluss, den Satz bitte noch, muss man akzeptieren an der Stelle. Wenn es euch nur halb so viel Spaß gemacht hat wie mir, bedanke ich mich.